Anfang 2019 machten Ruby O'Fee und Matthias Schweighöfer ihre Liebe öffentlich. Seither sind die beiden unzertrennlich und immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Ihre Beziehung geheim halten? Kommt für die zwei Schauspieler nicht in Frage. 2019 verriet Schweighöfer im Gespräch mit RTL: Es war eine bewusste Entscheidung, einmal klarzumachen, ey, wir sind ein Paar. Dann weiß das jeder und dann ist das auch okay. Auch auf Instagram lassen Ruby und Matthias alle an ihrem Liebesglück teilhaben. Immer wieder teilen sie gemeinsame Fotos oder hinterlassen sich süße Kommentare. Unter diesem Schnappschuss gratuliert Ruby ihrem Liebsten zum Geburtstag. Zwar ist Matthias auf diesem Foto nicht direkt zu sehen, doch die Bildunterschrift verrät alles. M mit einem Herzchen heißt es unter dem Beitrag von Ruby. Und auch wenn es mal kein gemeinsames Foto des Paares ist, Matthias ist trotzdem in den Kommentaren zu finden. Du bist die Schönste, schwärmt er unter diesem Beitrag seiner Liebsten. Und auch Ruby hinterlässt den ein oder anderen Kommentar auf dem Instagram-Account ihres Freundes. Aber nicht nur auf Social Media zeigen sie ihre Liebe. Auch auf dem roten Teppich erscheinen die beiden immer Hand in Hand. Erst kürzlich gingen sie gemeinsam anlässlich der Verleihung des Filmpreises Lola in Berlin über den roten Teppich. Ihre Outfits stimmten sie ab. Das Paar erschien ganz in Schwarz. Bei den Film Independent Spirit Awards im März 2022 stolzierten Matthias und Ruby ebenfalls gemeinsam über den roten Teppich. Mit ihren Looks ziehen sie immer wieder alle Blicke auf sich. Wir sind schon auf ihren nächsten Auftritt gespannt.